Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. Also Lukas Kanzelbinder. Genau, genau. Es ist in unserer Mitte. Ich freue mich sehr, da zu sein. Sehr schön da in eurer Mitte. Wir wollen heute ein Gespräch führen über Musik, weil du Musiker bist. Ja, also wir können nicht gerne über alles reden, aber Musik bietet sich an, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass Musik sich nämlich anbietet, um über alles zu reden. Und wir wollen mit dir konkret auch über Bass reden, weil du Bassist auch bist. Ja. Du machst ganz viele Dinge, aber du bist auch Bassist und es musste irgendwann auch mal ein Bassist her, weil ich so gern Bass spiele. Ja, das stimmt. Wir haben auch im Publikum jemanden, der auch noch ein bisschen Bass spielt, stimmt das? Ja. Christian? Nämlich die Anna-Maria, die gerade auch noch am Essen ist, glaube ich. Die hatten wir auch schon als Gast hier. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt, Anna-Maria Kowalski. Großartige Komponistin hier im Publikum, aber in einer anderen Sparte als du. Sehr gut. Es gibt nie genug Bassistinnen und Bassisten. Das ist sehr gut. Ich würde allen Menschen empfehlen, ein bisschen Bass zu spielen. Es ist gut für die Seele, glaube ich. Kontrabass vielleicht nicht immer, weil es ein bisschen wehtut, aber E-Bass zum Beispiel ist super. Warum ist es gut für die Seele? Weil es ein sehr erdendes Instrument ist, glaube ich. Und sehr, das ist jetzt eigentlich eine gute Frage. Da gehen wir schon sehr schnell ziemlich tief rein. Da muss er die fast ein bisschen überlegen, warum es gut ist für die Seele. Aber ich glaube eigentlich, dass sich das nicht ganz beschreiben lässt, weil Bass ist eigentlich immer das, was man nicht wirklich aktiv wahrnimmt, was aber immer da ist und was extrem wichtig ist in der Musik. Und bei ganz viel Musik, die man so hört, spielt der Bass eine extrem wesentliche Rolle. Man kann aber nie wirklich den Finger draufhalten, was es genau ist. Das ist eigentlich recht. Das leiden wir nicht an, finde ich. Hat das was mit der Frequenz zu tun, dass es vielleicht irgendwie so das... Also wir bestehen ja aus sehr viel Wasser und wir haben ja im Körper Wasserkristalle so. Und wenn man Musik hört, dann verändern sich, glaube ich, irgendwie so die Kristalle im Körper. Und vielleicht hat das irgendwie was mit Vibes oder physisch so zu tun. Ja, vielleicht. Bestimmt auch. Also das ist vielleicht, ja, was du beschreibst, ist vielleicht dann auch die Art von Bass, die man im Club hört, die dann so ein bisschen gut massiert, wenn es ja richtig gut auftritt ist. Das ist auch super, aber einfach, das hat ja viel mit Harmonik und so zu tun. Wenn sich der Bass verändert, ja, löst das ganz starke Emotionen in uns aus und meistens ist das ein, das können jetzt wahrscheinlich Wissenschaftler besser beschreiben, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr essentielles Musikmachen, wenn man Bass spielt, finde ich. Das ist das, was ich sehr dran genieße und darum würde ich es allen Menschen empfehlen, weil man kann mit relativ wenig Mitteln ziemlich, ziemlich viel bewegen eigentlich an einem Bass. Also es ist es gibt unzählige Musikerwitze über Bassisten und Bassistinnen, die eigentlich nur drei Saiten spielen können und schon weiß ich wie viele Konzerte spielen. Und das hat eigentlich ein bisschen einen wahren Kern, weil man mit ganz wenig, es reicht oft ganz wenig Noten zu spielen und die sind ganz, ganz stark dann und lösen total viel aus. Hast du vielleicht so einen Bassistenwitz auf Lager oder was? Jetzt spontan, ich habe die schon seit ungefähr 15 Jahren versucht zu verdrängen, ich weiß so, jetzt okay, gerade keinen, aber nein, es gibt auf jeden Fall sehr viel. Man kann ja so ein kleines Twitter-Hashtag oder irgend sowas erzeugen jetzt und während der Sendung können alle dann Bassistenwitze reinschreiben. Verlinken. Da kommt sicher einiges, okay, glaube ich. Okay, aber okay, ich selber schon lange keine erzählt, muss ich sagen. Okay. Christian, magst du mal kurz erzählen, warum wir überhaupt den Lukas eingeladen haben? Also grundsätzlich haben wir dich eingeladen, weil der Philipp uns auf dich aufmerksam gemacht hat. Philipp ist irgendwo... Danke, Philipp. Läuft, winkt rum. Und auch, weil dein Lebenslauf komplett abgefahren ist. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, ich kann es eigentlich eh nicht gut glauben, bist du 33 Jahre alt. 34, seit zwei Wochen. Easy, dann ist alles anders. Ja, ja, ich bin nicht mehr so jung, aber gefühlt eher Ende 50. Ja. Zwei Kinder und einen Bandscheibenvorfall hinter mir. Also es ist eher so, ich habe mich nie wie 34 gefühlt. Aber ja, stimmt, ich bin erst 34, ja. Genau, und das war der Punkt, nämlich dass relativ jung und eigentlich... Sehr erfolgreich. Pretty accomplished. Mhm. Und jetzt könnte man es aufzählen,
überspringen wir wahrscheinlich. Aber grundsätzlich, du hast in sehr vielen Acts mitgemacht, hast Festivals gegründet, hast eine Oper geschrieben, hast keine Ahnung, was alles gemacht. Also tatsächlich haben wir eine lange Liste, aber ich möchte es nicht aufzählen. Gibt es irgendwas, was du aufzählen möchtest als part of the accomplishment, auf das du stolz bist oder das erwähnenswert ist? Also prinzipiell stolz bin ich eigentlich auf alles bisher, so gefühlsmäßig. Jetzt irgendwann einmal langsam angefangen zum Reflektieren, weil das Problem, das man so ein bisschen hat, wenn man recht viel macht, ist, man lebt ja immer nur in der Zukunft und geht von einem Konzert zum nächsten und von einem Projekt zum nächsten. Und wenn das eine vorbei ist, denkt man sofort eigentlich wieder aufs Nächste zurück. Und ich bin dann irgendwann draufgekommen vor ein paar Jahren, dass ich mir an einzelne Konzerte gar nicht mehr erinnern kann. Das ist wirklich ganz arg. Also sowas, was ich mit 20 zum Beispiel gemacht habe, in einem Freitagabend im Oktober in einer Burg in Vöcklabruck, wo ich irgendwann mal mit irgendwelchen Freunden gespielt habe und sie dann draufkommen, boah, arg, das habe ich komplett eigentlich gelöscht. Aber ja, prinzipiell, die Musik war sehr gut zu mir und ich habe das große Glück gehabt, dass ich irgendwie von Anfang an dieses Bedürfnis gespürt habe, recht viel eigene Sachen umzusetzen. Ich sage deshalb Glück, weil die Jazz-Szene was ist, wo man in sehr viele verschiedene Wege sich entwickeln kann, sagen wir mal so. Jazzmusik ist ja in Wahrheit so ein bisschen die einzig andere Musik abseits von Klassik, die man studieren kann. Es gibt schon auch noch Popularmusik in Wien zum Studieren auf der Uni, aber abseits von dem gibt es in erster Linie die großen Abteilungen, klassische Abteilung, Jazzabteilung. Das ist halt eine sehr konkrete Richtung, in die es da geht, einfach wenn man das studiert, und die deckt einen gewissen musikalischen Bereich ab. Der ist auch super und so, aber wenn man das jetzt zum Beispiel nicht unbedingt will, dann ist das vielleicht nicht so ideal. Nur oft weiß man halt gerade noch nicht so richtig, was man eigentlich unbedingt will. Und wenn man so mit 18 in der Uni reinkommt, glaubt man, das ist eigentlich jetzt der Weg, den man gehen muss. Und wenn man da das nicht hinterfragt, sondern einfach einmal sich einmal treiben lässt, in dem, dann kann es passieren, dass man mit Mitte, Ende 20 aufwacht und merkt, man hat eigentlich jetzt gerade 10 Jahre in eine Musik investiert, die ihm gar nicht so taugt eigentlich. Also so, die schon leibend ist, schon cool. Jazz ist super, gell? Aber ich meine nicht so taugen im Sinne von einem richtig emotionalen Ding, wo es dann draufkommst, eigentlich bist ganz ein anderer Typ. Das ist so eine bestimmte Erfahrung, die ich mit, weiß nicht, um die 20, 25 immer wieder gemacht habe, dass ich ProfimusikerInnen kennengelernt habe, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle, wie gut sind die technisch, aber wie wenig spüre ich das, was die eigentlich vermitteln wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass es genauso ein Problem ist. Also es ist ein sehr typisches Beispiel für das, was passieren kann. Natürlich nicht bei allen. Es gibt auch welche, die sind technisch unglaublich gut und spielen super und haben einen totalen Connex oder können das total gut vermitteln. Aber es ist ein bisschen so, dass es immer wieder diese Aussage gibt von Menschen, sie hören Jazz nicht so viel, weil sie das nicht verstehen. Also dafür kennen sie sich zu wenig aus oder so. Und das ist ja sehr interessant eigentlich, weil es ist eigentlich dann so ein bisschen das Konzept, was muss man können, damit man Jazzmusik hören kann. Das ist irgendwie dann, über das habe ich schon sehr viel nachgedacht und habe sehr viel nachgedacht, warum das so ist, dass sich Menschen dann eigentlich so ein bisschen ausgeschlossen fühlen von der Musik, gar nicht aktiv. Also die sind jetzt nicht sauer, dass sie das nicht verstehen, im Gegenteil, das ist ihnen dann einfach wurscht oder dann gehen sie halt einfach nicht hin. Und wenn du dann Jazzmusiker bist oder Jazzmusikerin, dann ist das halt, du bist damit konfrontiert, weil es kommen halt auch nicht so viele Leute zu deinen Konzerten und dann denkst du irgendwie so, warum ist das so? Und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, der halt sehr viel mit Verletzlichkeit und Ehrlichkeit zu tun hat und wo du eigentlich denken musst, okay, was ist da jetzt eigentlich los? Ist auch ein bisschen so ein Ding, dass man sich diese Frage auch nicht immer beantworten kann, also sehr oft wahrscheinlich nicht, vor allem wenn man jung ist. Und dann ist es oft ein bisschen leichter, sich einfach zu denken, na wurscht, die verstehen mich einfach nicht und ich mache das, was ich mache und so bin ich halt. Und das ist auch gut, prinzipiell, finde ich, dass man das macht. Aber man muss schon viel Glück haben, finde ich, in dieser ganzen Welt, also in diesem ganzen System, das in Österreich zum Beispiel oder vor allem in Mitteleuropa aber auch sonst herrscht, in diesem Ausbildungssystem der Hochschulen mit der Hochkultur, wo man quasi einfach sehr schnell in so ein Ding reinkommt, wo man sagt, okay, es gibt irgendwie diese intellektuelle musikalische Elite. Das sind irgendwie jetzt Jazzmusiker, die kennen alles, oder Musikerinnen, und dann klassische Musiker und was weiß ich, was das sind, die studiert haben. Und dann gibt es die das quasi immer die Frage, ob man das jetzt quasi hobbymäßig macht oder nicht. Und das sind dann jetzt die anderen so ein bisschen. Und das habe ich immer ein bisschen schwierig gefunden, prinzipiell. Also darum habe ich gemeint, ich habe Glück gehabt, dass ich diesen Drang, glaube ich, verspürt habe von Anfang an, weil dadurch war ich nicht so abhängig von der Uni. Also
ich habe relativ schnell in Klagenfurt begonnen zu studieren, neben der Schule, und bin dann nach Wien gezogen, weil ich schon die ersten 6 Jahre in Wien aufgewachsen bin. Und für mich war immer klar, dass ich eigentlich daher will, weil damals sehr viele spannende Sachen in Wien passiert sind. Und bin dann nach Linz gewechselt, weil das Konservatorium in Wien zum Beispiel so eine Schule war, wo ich mir gedacht habe, arg, das ist eigentlich nicht meins. Also das will ich wirklich nicht so. Also was so will ich wirklich was nicht. Waren die Gründe dafür? Das ist schwer zu sagen. Das ist einfach ein Ort von Musizieren, die da vermittelt wird, die man einfach nicht so zusagt. Mhm. Zu streng? Und das war ja gar nicht streng, aber so desillusionierend irgendwie so ein bisschen. Und sehr halt so Unis, ich meine, das ist ja nicht nur mit Musik so, das ist ja generell mit Kunst ein bisschen ein Problem. Einfach Unis sind einfach Institute, wo Einzelpersonen engagiert werden für eine Zeit, bis sie in Pension gehen. Das sind dann 30, 40 Jahre. Mhm. Und du bist an diese Einzelpersonen gebunden. Also du studierst ja, wenn du ein Instrument studierst, hast du ja einen Lehrer. Ich habe immer Glück gehabt mit meinen Lehrern, muss ich ehrlich sagen. Aber die man rundherum so hat, das ist halt ein System, wo du sagst, okay, du bist jetzt auf diese eine Person angewiesen, und wenn es das nicht ist, dann ist es nicht. Also das ist halt irgendwie arg für sowas wie Musik oder Kunst, weil irgendwie, dass das so an Einzelpersonen geheftet ist und das quasi vorausgesetzt wird, dass diese Personen über einen Zeitraum von 30 Jahren das so halten und so dranbleiben an Musik, die sich so schnell verändert, ist auch irgendwie arg. Das heißt, es geht dann auch vielleicht mehr um die Personen, die man da kennenlernt, wie wahrscheinlich immer, als um die Institutionen. Richtig, richtig. Es ist ein super Vernetzungspunkt, und ich habe ganz, ganz viele Leute kennengelernt, vor allem als ich in Linz studiert habe, dann. Das ist eine sehr offene Uni, würde ich sagen, und das ist immer super natürlich. Man lernt viele Leute kennen und für andere Gleichgesinnte und macht mit denen Musik, und im Idealfall findet man so ein bisschen seinen eigenen Weg in diesem Dschungel von verpflichtenden Vorlesungen und was man da alles kennen muss. Aber Lukas, wir sind jetzt da schon total tief drinnen, wir sind jetzt da eigentlich schon beim Studieren, aber mich würde interessieren, wie das überhaupt die Leidenschaft fürs Bassspielen begonnen hat bei dir. Kommst du aus einer musikalischen Familie? Wo bist du aufgewachsen? Wie hat sich das alles bei dir ergeben? Hast du schon, seit du klein bist, Bass gespielt? Oder wie war das bei dir? Warum Kontrabass? Warum das Instrument? Also vorab muss man mal sagen, es gibt ziemlich wenig Leute, die bewusst zum Kontrabass, glaube ich, gekommen sind. Oder die schon seit ihrer Kindheit Kontrabass spielen. Ich möchte ein sehr großes Instrument spielen. Bitte. Ja, es gibt, ich habe mal eine Schülerin gehabt, die hat mit 9 gesagt, sie will jetzt Kontrabass spielen. Und die ist jetzt eine unglaubliche Bassistin im Bruckner Orchester. Also die ist ein Wahnsinn. Aber grundsätzlich gibt es so viele, viele Geschichten. Also von meinem Lehrer, von Peter Herbert, war die Geschichte, also die haben alle durch Zufall zum Kontrabass gefunden, irgendwie nach einer gewissen Zeit. Bei mir war es so, ich bin jetzt nicht aus einer Musikerin, einer Musikerfamilie, obwohl meine Mama ultra gern Musik hört und voll musikalisch ist prinzipiell, aber jetzt nicht so im Sinne von, die spielt kein Instrument oder so. Aber es ist eine sehr große Leidenschaft und Emotion für Musik da, würde ich mal sagen, das schon. Und ich habe so sehr viel Raum gekriegt eigentlich am Anfang. Ich habe so 8 Jahre, glaube ich, Klavier gespielt zu Hause, ohne je zu üben. Das war super. Der Lehrer hat immer gesagt, ich habe super geübt, er hat wieder super gespielt, weil der war ziemlich froh, glaube ich, dass er den Job hat. Und meine Mama war irgendwie froh, weil der irgendwie nichts gesagt hat und weil ich das halt weitergemacht habe. Und mir hat es irgendwie auch getaugt, aber ich wollte irgendwie nicht üben. Halt so ab. Also ich war, glaube ich, mit 6 angefangen und habe dann bis, ja, weiß ich gar nicht, irgendwann habe ich dann aufgehört oder so. Aber dann war es so, dass unsere Schule in Klagenfurt, aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht weiß, weil es ist ein neusprachliches Gymnasium gewesen, hat einen Kellerraum umgebaut zu einem Proberaum und der Schulband gegründet. Und das war ziemlich faszinierend. Im Nachhinein verstehe ich noch immer nicht ganz, warum das so ist. Meine Vermutung war, dass unser Direktor politisch sehr ambitioniert war und gern eine Band haben wollte, die auf politischen Veranstaltungen spielt. Was ich leider erst zu spät rausgefunden habe, wie bei der Eröffnung des Tierfriedhofs, wo wir dann spielen haben dürfen, auf einmal der Haider um die Kurven gekommen ist und ein Foto machen wollte von uns und wir mit uns so cool mit den Daumen und wir nicht wirklich eine Möglichkeit gehabt haben, wegzurennen, schreiend. Genau, aber wurscht. Aber die haben so eine Schulband gegründet, da hat sogar ein Hearing gegeben, habe ich mich auch beworben. Und da war es so, dass es letztendlich, ich bin genommen worden, nachdem ich mit zitternden Händen Enya, Only Time. Das habe ich gespürt. Ein gutes Lied. Das habe ich gespürt. Dann haben sie mich genommen. Und dann waren da aber 2 Keyboarder in der Band und kein Bassist. Und das war damals noch, also jetzt ist das ziemlich hip, aber damals war es irgendwie so, dass ich gesagt habe, will nicht wer Bass spielen. Und ich habe so ein bisschen Gitarre gespielt zu der Zeit und dann habe ich gedacht, super, ich spiele Bass, das ist sehr cool.
Und so habe ich zum Beispiel angefangen, tatsächlich. Also es war Zufall. Du hast irgendwie so random Klavier gespielt und so random nebenbei ein bisschen Gitarre, dann hast du doch Bass so. Also ja, genau, so war das. Das war wirklich so. Ich glaube nach wie vor, dass das ziemlich gut ist, wenn man Musik eher ein bisschen so random angeht und so selber schaut, wo es einen hinbringt, weil das irgendwie, also wenn man es machen will, dann kommt es eh zu einem. Das ist dann irgendwie so. Und das hat dann super funktioniert. Dann habe ich in dieser Band gespielt und in der Zeit waren viele Konzerte in Klagenfurt, viele Jazz-Konzerte, die ich mir angeschaut habe mit meiner Mama. Und dann wollte ich Kontrabass spielen, weil es schon sehr leimend ist, das Instrument, so mit 14, 15. Und ja, dann habe ich Kontrabass zu spielen angefangen, habe sehr schnell zum Studieren angefangen und so ist das dann dahin gegangen. Ich möchte dazu sagen, dass ich habe eben auch mit Bass angefangen, da war ich 15 und der Grund, warum ich Bass spielen wollte, war, weil ich habe gesehen, das sind zwei Instrumente, das eine hat mehr Saiten und das andere hat weniger und fix schaffe ich nicht das mit den mehr Saiten. Das war eines der besten Missverständnisse meines Lebens, glaube ich. Das ist sehr schön, dass du das sagst mit den Saiten, weil ich habe auch ein großes Missverständnis meines Lebens aufgrund dessen gehabt. Ich war ein sehr großer Ärzte-Fan, wirklich sehr groß. Bin einmal beim Ärztekonzert angepinkelt worden im Publikum. Das können auch wenig Leute, glaube ich, über sich sagen. Muss man von den Ärzten? Nein, leider nicht von den Ärzten. Ich bin so in Wien beim Konzert schon, auf einmal ist mein Hosenbein warm geworden und ich mich umdrehte, es ist jemand weggelaufen. Da hat einfach in der Menge jemand mir ans Bein gepisst. Aber dann muss ich dazu sagen, du bist nicht die einzige Person, der das passiert. Ja, das glaube ich sofort. Das hat so routiniert gewirkt, dass ich mir gedacht habe, das war sicher nicht das erste Mal. Da haben wir was in common. Also ich wurde in einem Club im Horst angepisst. Also wirklich, da war einer so... Du wurdest im Horst angepinkelt? Ja, ja, der ist da hinter mir gestanden. Warum wird es hier gerade so warm an meinem Bein? Ja, aber was ist los mit den Leuten? Man kann nicht, also. Ja, ich bin so eine wohlwollende Person. Ich bin kurz ausgeflippt, weil mir gedacht habe, wie... Bitte, das Klo ist da drüben, hey. Das ist jetzt nicht ja, so weit. Aber okay. Aber wir sind dann nach dem Konzert von Wien noch nach Klagenfurt zu fünft in einem Fiat Punto gefahren. Mit angepinkelter Hose in Wien, das war schön. Egal, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe einmal im Winter herausgefunden, dass meine Familie ist von der Turracher Höhe, das ist zwischen Kärnten und der Steiermark am Berg, und ich habe herausgefunden, dass der Rod, der Bassist der Ärzte, auf der Turrach ist und dort Urlaub macht. Und ich habe meinen E-Bass mitgehabt, und der Rod ist ja quasi eben der Bassist von ihm, ich war ziemlich ein Fan von ihnen. Und dann bin ich über einen zugefrorenen See zu Hause gerannt und habe meinen Bass geholt. Und mein Bass war zu der Zeit, das war mein erster. Und da hat mir mein Lehrer zum Beispiel damals eingeredet, ah, so eine Sache, ich brauche unbedingt einen fünfseitigen E-Bass. Es gibt ja eigentlich zur Erklärung, Bässe haben, also die meisten haben vier Saiten. Und dann gibt es noch welche, die haben noch so eine tiefe Saiten dazu, wenn man besondere Sachen spielen will. Oder eben, in meinem Fall war das so, nachdem ich ja virtuos sein will, brauche ich schon diese fünfte Saiten. Und das habe ich natürlich gekauft und dann bin ich mit diesem fünfseitigen E-Bass in diese Spelunke gerannt, wo die gesessen sind und gechechert haben. Ein Brandy hat das geheißen. Und die waren wirklich dort und dann? Der Rod war dort, der Pfad ist da relativ oft auf Urlaub anscheinend. Und ich bin dann sehr nervös zu ihm hingegangen und habe gefragt, ob er meinen Bass signieren wird. Und er hat meinen Bass signiert. Und es war so, boah, also es war arg, ich war glaube ich 14 oder 15 vielleicht, weiß ich nicht genau. Die Zeit habe ich nur noch schwammig in Erinnerung. Aber das hat er dann signiert und ich bin dann völlig begeistert, wieder dann so auf die Seiten und war dann Abend ausklingen lassen und dann bin ich zu Hause gegangen. Und wie ich zu Hause bin, schaue ich auf diese Signatur und sehe, dass er aufgeschrieben hat, vier Seiten sind genug. Rock on, hat er dann noch dazu geschrieben. Und irgendwie war das dann so ein Moment, weil allen Freunden, denen ich diese Signatur gezeigt habe, haben wir natürlich so ein bisschen ausgelacht, muss man leider sagen. Und es war sehr schmerzhaft, aber mittlerweile würde ich es auch fast so sehen, wie er das damals gesehen hat. Und das war eh sehr sympathisch. Aber ich habe mir so gedacht, das ist, weil du sagst, mit den Saiten und den Füllen, das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich mir so gedacht habe, bist du deppert. Das war jetzt hart. Ja, klasse Geschichte. Genau. Also Bass hat dich schon lange begleitet. Also seit du 14 bist und dann warst du eben in Linz auf der Uni. Genau, zuerst in Wien, dann in Linz. Ja, und okay. Ich habe aber nie dort gewohnt, ich bin nur gependelt immer von Wien. Okay, nach von Linz. Wien nach Linz, jeden Tag noch Service? Naja, man muss beim Musikstudium muss ja nicht jeden Tag dort sein. Das ist eher so zwei Tage die Woche oder so, wenn man alles gut blockt. Und okay. Länger haltet man sich nicht aus. Also Linz meine ich jetzt. Ich liebe Linz. Entschuldigung für alle Hörerinnen und Hörer. Linz ist schon, hat einen sehr eigenen Charme. Aber damals war es sehr hart für mich. Weil ich habe keine Wohnung dort gehabt und war dann immer die Nächte sehr lang auf. Und habe dann immer auf irgendwelchen Couchen geschlafen. Was geübt?
Was ja, eigentlich den Welterfolg begründet. Da habe ich eigentlich dann geschlafen, ja. Aber es war, ja, war eine intensive Zeit. Ja, was ist dann passiert? Ich meine, du hast so viel gemacht in deinem Leben. Wir haben uns diesen Lebenslauf angeschaut und da sind so viele Punkte. Du hast mit 24 eine Oper geschrieben. Ja. Ich meine, Wahnsinn. Wer schreibt mit 24 eine Oper? Früher, glaube ich, hat das jeder gemacht. Ich glaube, früher war das ziemlich so. Irgendwie, wer hat keine geschrieben mit 24, glaube ich. Das war so ein Ding. Ja, das war ein bisschen ein Zufall, weil der Kritische Sommer mich angefragt hat für ein Konzert. Und ich habe gesagt, ich würde gerne eigentlich eine Oper schreiben, weil die machen immer so Kirchenopern, Uraufführungen dort. Und dann haben wir gedacht, dann kann man ja mal einfach so eine andere Oper machen. Das hat sich so ergeben und das war dann ein Riesenhaufen Arbeit und eine ziemlich wilde Geschichte, aber es ist ganz gut ausgegangen. Also es hat funktioniert letztendlich. Es ist jetzt ein bisschen die abgekürzte Variante, weil sonst würden wir da versinken, glaube ich. Aber also was auf jeden Fall diese ganzen Projekte an sich, immer wieder so Großprojekte eingetreten über die Jahre. Es ist immer so bei mir gewesen, dass ich, wenn ich so das Gefühl gehabt habe, irgendwas ist super oder nicht super, aber ich will gern was machen und habe aber, also jetzt nicht so, ich will das jetzt machen im Sinne von jetzt, auch das jetzt und nehme mir das vor, sondern ich habe so ein Gefühl in mir, dass das ziemlich cool sein könnte. Und ich bin irgendwie so ein bisschen so ein Feier, dass ich das gerne umsetzen täte und habe so diese Vision gehabt von dieser Opernaufführung, wenn man da so, es war ja so eine Surfoper, also die Musik war ja nicht klassisch, das war ja eigentlich keine Oper, aber es war halt schon so formal, war es schon eine Oper. Und dann bin ich dem immer so relativ kompromisslos nachgegangen, also bei sehr vielen Projekten. Und so ist das halt, hat sich sehr viel ergeben, aber das ist was mir bis heute eigentlich ziemlich immer wieder den Hintern rettet. Dass immer in so Momenten, wo ich das Gefühl habe, so, puh, was passiert jetzt so als nächstes, kommt immer irgendeine Idee daher oder so eine Inspiration. Und ich habe mittlerweile für mich beschlossen, dass ich probiere, Inspiration gegenüber so respektvoll wie möglich umzugehen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist irgendwas da, dann muss ich dem zu 100% nachgehen. Dann kann ich das nicht irgendwie auf die Seiten schieben und sagen, ach, ich traue es nicht oder ich mache es nicht oder was weiß ich was, sondern dann muss das einfach gemacht werden, weil wer weiß, was dann wieder kommt. Also das Bauchgefühl ist immer extremst wichtig bei dir und hat dich durch viele Situationen geleitet oder eigentlich viel durch alle. Ermöglicht. Durch alle, das heißt, ich. Du bist anscheinend kein verkopfter Mensch. Denkt man da nicht zum Bin Beispiel? Schon ein verkopfter Mensch. Also es ist so eine Mischung, würde ich sagen. Ich tue schon auch sehr viel konzipieren, dann wenn es einmal soweit ist. Und also weiß ich nicht genau, was verkopft hast. Aber also zu viel drüber nachdenken, dass man sich schon schlecht redet. Zu viel drüber nachdenken tue ich vielleicht schon, aber schlecht reden tue ich selten. Das ist was ich nicht so oft mache, weil ich eigentlich, also wenn ich das Gefühl habe, irgendwo in mir drin, dass was leibend sein könnte, dann probiere ich das eben so respektvoll wie möglich anzunehmen und nicht zu hinterfragen. Und man nicht so die ganze Zeit mit in Zweifel zu stürzen, dass das vielleicht gar nicht so cool ist, sondern es einfach mal zu machen. Und wenn es dann gemacht ist, sieht man eh, ob es cool ist oder nicht. Und so ist halt, das ist so wie mit dieser Oper. Natürlich war da nicht alles cool dran, aber es war schon im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich cool für mich, jetzt so als Erfahrung. Und ich glaube, dass das fürs Musikmachen vor allem ziemlich cool ist, weil wenn man so Ideen hat für Nummern zum Beispiel oder für Lieder oder sowas in der Richtung und dem einfach komplett nachgeht, ohne zu zweifeln dann, ob es gut ist oder nicht. Und es funktioniert, dann gibt einem das sehr viel Vertrauen für das weitere Mal. Also ich habe sehr früh, 2011 glaube ich, mit einer Band, sind wir auf einen William S. Burroughs gestoßen, auf diesen Schriftsteller, dieser Beat-Poet aus Amerika, der so eine assoziative Schreibweise gehabt hat, wo er einfach mehr oder weniger alles aufgeschrieben hat, ohne zu reflektieren, ob das gut oder schlecht ist. Es wird alles geschrieben, es wird alles rausgelassen, in welchem Zustand auch immer. Da waren natürlich die Zustände sehr wichtig damals. Aber auch unabhängig von dem ganzen Orgenwahnsinn, den der gemacht hat, ist einfach die Grundsatzidee damals, dass man einfach mal tut und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt hinterfragt, was man da gerade gemacht hat und schaut, was es ist. Das kann sehr befreiend sein, vor allem wenn man Jazzmusik macht oder improvisierte Musik oder was weiß ich, immer was das ist, was ich mache. Aber das ist was ein Aspekt, den ich probiere immer noch zu befolgen. Nicht sofort werten, ob das jetzt gut ist oder nicht. Einfach mal tun und wenn dann die Leute schreien, dann ist alles gut gegangen. Wenn sie dir zujubeln, meinst du? Naja. Oder rausschreien, weiß ich nicht. Aber irgendeine Art von Emotion halt. Ja. Ich habe mir gedacht, da wir nicht so wirklich in die
unterschiedlichen Projekte reingehen. Ein paar haben wir genannt, aber wir lassen es eigentlich dann wahrscheinlich so stehen. Gibt es vielleicht eine bessere oder eine andere Art, nochmal über dich als Musiker zu reden, eben, dass du nicht nur Instrumentalist bist, dass du nicht nur als Bassist und Kontrabassist da sitzt, sondern eben auch als Komponist und auch als Bandgründer und, wenn ich es richtig verstanden habe, auch als Bandleader. Und das, denke ich mir, ist nochmal eine eigene Nummer, weil es gibt ja absolut Leute, und wahrscheinlich sind das die Meisteren, hätte ich mir gedacht, die ein Instrument studieren und dann wirklich in dem Instrument bleiben und da ihr Glück hoffentlich finden. Und du hast offensichtlich bald einmal gesagt, ja, eigentlich, ich habe da auch mehr noch. Ich möchte ja auch meine eigene Musik machen, was für mich ja als Musiker auch irgendwie als das Normalste der Welt klingt. Aber total faszinierenderweise ist das nicht das Normalste der Welt. Na, da gibt's, also da ist jeder Mensch, glaube ich, ganz unterschiedlich. Was er weiß. Ich habe gerade letztens nachgedacht, der Schlagzeuger, mit dem ich am längsten zusammenspiele, ist ja eigentlich ein typischer Fall von jemandem, der ganz, ganz wenig eigene Musik in seinem Leben geschrieben hat, fast gar keine, aber so viel verschiedene Musik in seinem Leben gespielt hat und einfach sein Instrument so gemeistert hat, dass er einfach von einem Konzert zum nächsten geht und die so auf eine Reise kommt, die auch total spannend ist. Das ist einfach wieder ganz ein anderer Weg, wenn du einfach dein Instrument zu so einem Level treibst, dass du einfach ganz natürlich in großartige Projekte reinkommst und verwickelt wirst in tolle Musik. Das geht auch. Das bezeichnet man dann oft eher als Sideman, so im Fachjargon. Bei mir war das immer anders. Ich habe eben, so wie du es beschrieben hast, dieses Bedürfnis empfunden, für eigene Musik zu schreiben. Und weil die auch immer so daherkommt. Das ist ja, du kannst ja auch nichts dagegen tun. Also die sagen, ich bin ja nie so ein Typ, der sich hinsetzt und komponiert. Es gibt ja auch sehr, das ist auch wieder was mich fasziniert, aber das, so war ich auch nie. Es gibt ja so Leute, die sagen, Dienstag von 17 bis 19 Uhr gehe ich komponieren. Keine Ahnung, wie das geht, aber es ist... Sind Büromusiker also, innen? Ja, nein, das ist, also das finde ich auch bewundernswert. Es ist ja wirklich viele Leute, die auch so schreiben. Bei mir ist es eher so, dass ich im Wohnzimmer stehe und ein bisschen Bass spüre und meine Kinder schreien herum und rennen herum und dann kommt gerade so eine Basslinie rein, die irgendwie, wo ich merke, boah, das ist jetzt leer und das muss ich schnell auf meinem iPhone aufnehmen. Und dann wenn ich es aufgenommen habe, schaue ich, dass ich, wenn sobald die schlafen, wieder zurück auf das komme und noch irgendeine Melodie dazu schreibe und dann ist meistens was da. Aber das kommt immer in so Momenten im Leben, wo gerade, weiß ich nicht, gerade was passiert. Also es ist eher so, es kommt so ein Ding und dann muss man eben, also ich habe eigentlich nie die Wahl gehabt, ob ich dann selber Musik schreibe oder nicht, weil ich eigentlich das Gefühl gehabt habe, das würde ich jetzt gern hören mit einer Band. Und ja, genauso wie du gesagt hast, ich mache auch sehr viele organisatorische Sachen. Also vor allem für meine Band Shakes Do, die ich seit 6 Jahren habe und die relativ groß geworden ist für Jazzverhältnisse. Immer noch Jazz-Szene groß natürlich, also weit berühmt in Österreich, sage ich immer. Aber schon so, dass es einen Arbeitsumfang angenommen hat, der einfach erfordert, dass ich sehr, sehr viel Büroarbeit mache und sehr viel organisatorische Arbeit und sehr viel Vorbereitung und Booking und Management und Endgegner-Excel-Tabellen und Planung und Budgetierung und Jahresförderungen und Jahresförderungsabrechnungen und Anträge und Fotoshootings und Plattenproduktionen und genau, das hört nie auf. Aber es geht sich dann trotzdem nicht aus, dass man dafür einen Manager oder Managerin hätte? Schwierige Frage. Die ist schwer zu beantworten, weil, also gerade in unserem Bereich gibt es ganz wenig Personen, die das tatsächlich voll machen. Und zwar deshalb, weil es eigentlich fast keine Bands gibt, die in einen Bereich kommen, wo sie so viel Geld verdienen, dass sie so jemanden anstellen könnten. Im Jazzbereich, ich meine jetzt, in anderen Bereichen ist das ja gang und gäbe. Aber im Jazzbereich ist es so, dass wenig Bands dorthin kommen, dass ich sage, okay, wir nehmen uns jetzt eine Person dazu, die wir anstellen dafür, dass sie uns managt. Und dadurch, dass es so wenig Bands gibt, die das machen, gibt es so wenig Personen, die das überhaupt machen. Und wenn das Leute machen, die das nur bei einer Band alle paar Jahre machen, dann kommst du nicht in diesen Flow eigentlich rein, der notwendig ist, dass das überhaupt geht, weil es ist ein ziemlich harter Hacken, weil du in einer Situation bist, wo es einfach nicht so viel Publikum gibt, faktisch. Es ist Instrumentalmusik, das ist schon einmal der Riesenfaktor, singt niemand. Also ich meine, außer es ist Vokal, also es gibt ja auch Jazz mit Gesang, aber in meinem Fall ist es, wir fallen in das Schema Instrumentalmusik und da ist es so, selbst wenn jetzt 500 Leute kommen, was schon wirklich sehr viel ist für das Ding und ein großer Erfolg,
ist es trotzdem so, dass da keine Unsummen an Geld kreiert werden, dass man sagen kann, jetzt habe ich noch einen Manager und jetzt habe ich noch ein Ding und was weiß ich, was alles. Das geht sich halt nicht aus irgendwie. Und darum muss man ressourcenmäßig recht schonend arbeiten, dass sowas erhalten bleibt und trotzdem weiterlebt. Aber mich würde dann interessieren, wann du organisierst, die Band organisierst und wie viel Teil ist jetzt Organisation und wie viel ist dann wirklich rein Musik machen? Wie oft trefft sich ihr und probt? Braucht ihr das überhaupt noch? Wie ist sowas? Also wie ist so der Alltag bei dir in deinem Leben? Es ist jetzt die Frage, ob ich mir selber was vormache oder ob ich das ernsthaft beantworte. Ernsthaft, also mein Alltag, bei der Band war es so, dass wir das erste halbe Jahr relativ viel geprobt haben. Es aber so war, dass zwei Personen in Berlin leben, die da mitspielen, schon immer. Das heißt, dementsprechend war es nie möglich, richtig viel, also jetzt, man kann sich das nicht so Rockband-mäßig vorstellen, wo man sich jede Woche zweimal trifft und im Proberaum spielt. So ist das nicht, weil dafür spielen in unserer Szene die Leute alle viel zu viel verschiedene Projekte. Es ist immer alles geblockt. Aber bei meiner Band war es eben so, dass ich am Anfang das sehr fokussiert habe. Wir haben mit einem sehr großen Konzert begonnen. Wir haben in Saalfelden das Eröffnungskonzert gespielt, also ich habe diesen Auftrag gekriegt. Das heißt, du hast schon einmal einen Grund, dass alle wirklich kommen wollen und damit du alle versammelst und da wollen alle wirklich Leinwand spielen. Das heißt, die sind alle dabei, dass sie das investieren und sagen, okay, wir proben jetzt ein halbes Jahr lang wirklich viel. Vor allem in der Band spielen zwei Schlagzeuge und zwei Bässe, da muss man wirklich sehr, sehr, sehr viel arbeiten, damit sich das irgendwie ausgeht. Danach ist es eigentlich so, dass wir halt immer wieder Konzertblöcke haben, wo manchmal so zwei, drei Konzerte auf einmal spielen oder mehrere oder weniger und vor diesen Konzerten immer geprobt haben. Mittlerweile proben wir wirklich nur noch so zweimal im Jahr, fünf Tage lang oder so, wo dann intensiv neues Programm erarbeitet wird und das wird dann bei den Konzerten immer gespielt. Das hängt aber auch mit meiner Musik zusammen. Also die Musik, die ich schreibe, ist immer so, dass es ein Grundgerüst gibt, das gehört geprobt und auf dem wird dann improvisiert. Also es wird nicht von A bis Z alles durchgeprobt und alle wissen, was die ganze Zeit passiert, sondern es ist so, es gibt einen Groove, es gibt das und das und es gibt ein Thema und dann gibt es einfach Spielraum. Was aber das heißt, jedes Konzert ist anders? Ja, also sowieso. Jedes Konzert ist auf jeden Fall anders, ja. Na, aber so von den Melodien her eigentlich auch dann, oder? Weil jedes Mal wird irgendwie was Neues improvisiert. Ja, auf jeden Fall. Also alle Soli, die gespielt werden quasi und das sind sehr weite Teile des Konzerts, sind bei jedem Konzert anders, auf jeden Fall, ja. Das ist ja der Reiz an dieser Musik. Das ist ja das, was mich, glaube ich, am Leben erhält in diese Phasen, wenn du dann 10 Stunden nach Berlin fährst und dann in einem Club dort spielst. Das ist einfach, du erzeugst im Moment Sachen, die nur in dem Moment passieren. Und wenn du das mit den richtigen Leuten machst, ist das einfach extrem erfüllend. Es ist extrem erfüllend. Also ich spiele daneben auch noch in einem Trio, das heißt Interson, mit dem spielen wir im Jänner, sind es 12 Jahre, seit wir zu dritt spielen. Und da ist es überhaupt so, da ist extrem viel improvisiert. Also da sind wirklich nur ganz kleine Fragmente und dann ist alles offen. Und es ist jedes Konzert komplett anders. Und es ist aber jedes Konzert, das ist auch so ein Glücksfall, weil das ist so erfüllend, weil du hast immer, egal wie fertig du bist, du weißt, wenn wir jetzt spielen, da wird irgendwas ziemlich Leibendes passieren und dann gehst du raus und bist einfach erfüllt, weil du kreieren kannst. Und das ist ja voll ein schönes Gefühl mit anderen. Also so im Einklang miteinander, dann schaffst du aus irgendeinem Ding, irgendeiner neue Nummer oder irgendein Stück im Moment und das groovt dann irgendwo hin und geht in die totale Ekstase und dann kommst du raus aus dem Konzert und denkst da, boah, das war Leibend halt super. Es ist ein ganz anderer Modus, als wenn du jetzt zum Beispiel ein Tourmusiker bist und ein guter Freund von mir spielt zum Beispiel bei der Lauryn Hill mittlerweile Gitarre, was total arg ist. Ich meine, wir haben uns auf einem riesigen Festival getroffen, am North Sea Jazz Festival. Das ist das größte Indoor-Festival der Welt. Und er hat mit der Lauryn Hill gespielt und ich mit meiner Band gespielt. Und wir haben darüber diskutiert, was Leimander ist. Weil er hat in der 10.000er Halle gespielt und wir haben Open Air gespielt, da waren auch 3.000 Leute oder so, aber es ist ganz was anderes halt irgendwie. Und dann hat er gesagt, na gut, also ich habe gesagt, das ist unglaublich, dass du mit der Lauryn Hill einfach spielst und mit der auf Welttournee bist die ganze Zeit. Und das ist so super. Und ich habe gesagt, ja, das ist super, aber im Endeffekt steht er da jeden Tag auf diese riesigen Bühnen mit in-ear Monitore und spielt einfach sein Ding runter, jedes Mal dasselbe Ding, außer diese ganz kleinen Solo-Momente. Es ist immer dasselbe, es wird immer eingeteilt, es gibt kaum Kontakt auf der Bühne, weil es so groß ist. Du fühlst, also erfüllst deine Rolle quasi und spielst und dann gehst wieder. Und wir im Vergleich
spiele meine eigene Musik, die ich geschrieben habe, und haben in diesen Momenten dazwischen diese Interaktion untereinander, wo man im Moment jedes Mal miteinander neue Sachen kreieren kann. Und er hat halt gesagt, dass er das eigentlich viel leimender findet, als mit der Lauryn Hill spielen. Wobei ich gesagt habe, na gut, mit der Lauryn Hill spielen, das war schon ziemlich leimend. Also wir sind nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Es war schon 4:30 in der Früh und wir waren ein bisschen besoffen. Aber es war irgendwie interessant zu hören. Also ich schätze das schon sehr an diesem ganzen Jazzmusik-Ding und improvisierten Ding. Das wird nicht zur Routine, überhaupt nicht. Es ist jedes Mal spannend. Ich stelle mir das so schwierig vor, dass eben gerade wenn du diese beiden fast Lebenswege, wie jetzt gerade so aufgezählt hast, dass man ja oft vorher überhaupt nicht wissen kann, welcher Weg für einen der leibendere ist. Überhaupt nicht. Und das ist halt der Punkt. Wenn du Pech hast, bist du auf einer wirklich geilen Situation gelandet, wo du jetzt auch gar nicht mehr so leicht rauskommst, aber stellt sich nicht als optimal für dich heraus. Und also wenn er tatsächlich sagen wird, ja, Jazzleben wäre leibend, dann hat er wahrscheinlich nicht die Kontakte dazu. Kennt er schon machen wahrscheinlich, aber sie dann halt Lebensumstände, er lebt in New York mit seiner Tochter, also der ist komplett einen anderen Weg einfach gegangen und wir haben aber zusammen in Linz studiert, also das ist ganz interessant irgendwie. Aber was du sagst, stimmt total. Das ist halt das, was ich so ein bisschen hinterfrage an unserem System. Ich glaube halt, dass es eigentlich für die Individualität der Personen, wenn sie aus der Schule rauskommen, eigentlich überhaupt keinen Spielraum gibt. Es gibt so diese Entscheidung für einen Lebensweg am Ende der Schulzeit, auf den schon alle hingetrimmt wird, mit Studieren oder Lehre, da fängt es irgendwie schon an. Und im Kunstbereich, also selbst wenn es in so Richtung wie Musik oder auch andere Kunstformen natürlich gehst, gibt es irgendwie, also du entscheidest dich dafür was und dann bist du in was drin. Und innerhalb dieser Institutionen gibt es so wenig Spielraum für Umänderung und Identitätssuche und was weiß ich was. Und das Zweite, was ich finde, ist, ein zweiter Aspekt von dem Ganzen ist halt, dass Musik machen meiner Meinung nach extrem viel mit Emotionen zu tun hat. Also ganz, ganz viel. Und viel von der Musik, bei mir habe ich zum Beispiel das Gefühl, wenn ich mir im Nachhinein denke, warum funktioniert das und das gut oder warum funktioniert das Lied zum Beispiel, das ich da geschrieben habe, so gut, warum ist das so, dann habe ich das Gefühl, dass das Lied aus einer Emotion entstanden ist, aus einer bestimmten, weil das von irgendeinem Abend, von irgendeinem Moment, von irgendeiner Person, von irgendwas, keine Ahnung, was kommt und aus dem ist das inspiriert worden und entstanden und das spürt man irgendwie. Und ich glaube, dass wenn du Musik machst in der Richtung, dann kommen dir eigentlich alle Emotionen, die du im Verlauf deines Lebens gesammelt hast, diese Lebensemotionen extrem zugute. Also das ist ja auch sowas, was man bei den großen Liedermacher und Liedermacherinnen und so immer halt total spürt, diese Aura von denen alle. Das ist einfach was, was die halt alles erlebt haben oder was weiß ich was alles. Und da muss man dann, eigentlich ist dann so die Art, wie man dieses Instrument spielt, ist total sekundär oft. Also das sind dann Leute, die sich irgendwie in ein kaputtes Klavier setzen und du kriegst auf einmal ein Ding drüber, dass du denkst, es gibt's jetzt nicht, das ist so stark. Und ich glaube halt, wenn du mit 17 in ein Hochschulsystem eintrittst und dann einmal erst 6 Jahre lang damit verbringst, die von der Welt abzuschotten und nur mit deinem Instrument zu verbringen, dann hat das große Vorteile, weil du sehr gut das Instrument spielen kannst. Das ist super. Aber ich glaube halt auch, dass man einfach da schauen muss, dass man einfach nicht ein bisschen auf sein Leben so ein bisschen vergisst oder dass man halt noch genug Emotionen sammelt und Erfahrungen sammelt und vielleicht einmal abhaut oder was weiß ich, was alles macht, damit man quasi sich selber irgendwie so in ein Ding bringt, was man dann später mal vermitteln kann. Also was ich eigentlich nur sagen will, ist, wenn du nicht genau weißt, was du willst und was für dich was ist, dann glaube ich, dass es oft besser ist, nicht einfach blind an den Weg zu gehen und zu schauen und zu sagen, ich studiere das jetzt einmal fertig bis zum Schluss und dann schaue ich mal, wie es mir geht, sondern dass man vielleicht schon ein bisschen früher zum Suchen oder so anfängt. Ja. Aber zum Beispiel, wenn du auf der Bühne stehst und du spürst ein Konzert und es geht dir an dem Tag wahnsinnig gut, dann kommt das Oma wahrscheinlich in dem Spiel, weil du diese Emotionen zulässt. Aber ja. Wenn du an einem Tag schlecht drauf bist, wie ist es dann bei dir? Tust du das dann überspielen? Oder wie tust du da zum Beispiel? Weil wenn du jetzt irgendwo auf der Welt spielst und du hast Heimweh, weil du denkst, okay, meine Familie ist jetzt nicht da oder irgendwo, keine Ahnung, denkst du dann so, ah, jetzt ist der Moment, jetzt gebe ich alles. Und jetzt
überspiele ich das oder lässt du denn diesen Emotionen dann auch freien Lauf? Gute Frage eigentlich. Wenn ich mich so zurückerinnere, wüsste ich eigentlich gar nicht, wann es mir so richtig schlecht gegangen ist beim Konzert. Also ich glaube, ich habe das eigentlich noch nicht gehabt, was dafür sprechen wird, dass ich eigentlich eher in der Musik immer aufgehe und mich drin verliere. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mittlerweile ziemlich abhängig danach, mich in der Musik zu verlieren. In meiner eigenen, was ein bisschen absurd ist. Ich hinterfrage das auch sehr, warum das so ist. Aber im Endeffekt habe ich mir quasi meine Band so gebaut, dass ich selber in der Musik total mich verliere beim Spielen, was irgendwie auch out ist, aber hat zum Glück gut funktioniert. Aber ich meine, so Momente, wie gesagt, keine Ahnung, ich habe mal ein Konzert gespielt, da habe ich eine Stunde, glaube ich, davor erfahren, dass meine Oma gestorben ist, zum Beispiel. Das war, ich würde vielleicht so ein Beispiel irgendwie entsprechen. Und das Konzert war aber super, zum Beispiel. Also das habe ich sehr gut in Erinnerung. Und ich glaube, dass das dann irgendwie quasi, wenn die Musik passt für die, dann hebt es die immer überall hin. Überall. Also das nimmt die mit. Und ich liebe das, so übermannt zu werden von Emotionen. Und von, also Emotionen aller Art, aber gerade in der Musik. Also ich strebe da extrem danach und ich strebe auch immer mehr danach, dass meine Musik eigentlich so ist, dass sie mich selber überwältigt, wenn ich spüre, aber halt im Idealfall auch die Leute. Also mit mir, weil das Schönste ist eigentlich, finde ich, so eine gemeinsame Überwältigung. Das ist eigentlich das, nach dem ich total lächze. Dass wenn ich merke, im Publikum, da entsteht jetzt was und da kommt was auf und dann gibt es diesen Moment und ich brich durch und ich merke aber, dass da nicht nur ich durchbrich, sondern da brechen echt jetzt noch ein paar mit. Und das ist ein fettes Gefühl. Das ist wirklich extrem gut. Und da muss man sagen, um da wieder den Kreis ein bisschen zu schließen, diese Art von Emotionen habe ich eher in einer Musik gefunden, die nicht auf Hochschulen unterrichtet wird, sondern eher in Musik, die sehr körperbetont ist. Also mehr Musik, die sehr grooveartig ist, sehr für Musik, die mit Trance zu tun hat und sehr erhebende Musik ist, die jetzt in Österreich vielleicht nicht so viel praktiziert wird, sondern in anderen Teilen der Welt. Und je mehr ich mich löse eigentlich von all dem, wo ich gedacht habe, das ist es, wie man es machen muss und eher nach dem nachgehe, was mein Gefühl mir sagt und wo ich selber mich auflösen kann, ohne jetzt einmal zu überlegen, ob das jetzt so gemacht gehört oder nicht oder ob das quasi der richtige Weg ist, umso glücklicher wäre ich eigentlich gerade so in letzter Zeit, muss ich sagen. Ja, ich kann dem gar nichts hinzufügen. Ich habe jetzt voll das Bedürfnis, dass du ein Konzert jetzt spielst. Ach so, ja. Und wir so mitgehen können in dem Groove und so, und wenn sich das so aufbaut, das klingt sehr... Ja, voll spannend. Ah. Ich würde auch gerne spielen jetzt, aber ich habe leider gerade keine Band da. Ich wollte dich noch fragen, weil du vorher kurz noch, weil du wegen Unis gesprochen hast, quasi auch ein Teil der Sozialisierung als Musiker, Musikerin hat man bald einmal schnell auch auf Musikunis. Und ich wollte wissen, dieser Aspekt der Mental Health, sagen wir emotionale Stabilität, wie wichtig ist das, wenn man Musik machen möchte in dieser Branche, in der du bist? Und eigentlich interessiert mich da gar nicht so sehr die Uni, sondern ich nehme an, da wird es auf einmal notwendig, dass man funktioniert. Und vielleicht ist das vorher, wird das gar nicht so sichtbar sein, weil da ist man halt auf einmal nicht mehr in der Band drin oder die Band akzeptiert das, dass man was auch immer für Zustände hat. Aber wie ist es dann vor allem auch nachher? Das wäre für mich die spannende Frage. Was sind da deine Erfahrungen? Nach der Uni meinst du, oder? Ja, im echten Leben dann. Ja. Ja, arg ist es. Also ich bin gerade jeden Tag mit ganz vielen solchen Situationen, also nicht jeden Tag, das ist übertrieben, aber natürlich vor allem jetzt in den letzten Jahren ist es ziemlich stark, aber also dieses Thema ist völlig unterrepräsentiert und nach wie vor absolutes Tabuthema. Es ist dieser Modus, dass man funktioniert, ist allgegenwärtig. Ich kann jetzt nicht für alle Szenen sprechen, natürlich. Ich kann nur für mein Umfeld sprechen. Aber ich habe so viele Gespräche in den letzten Jahren geführt mit teilweise wirklich engen Freunden, die ich lang kenne schon, wo ich ihnen sagen habe müssen, hey, es ist okay, wenn du morgen nicht spielen kannst, wenn es nicht geht, wenn du dich einfach nicht in der Lage fühlst zu spielen oder wenn es dir einfach zu viel ist oder wenn irgendwas anders gerade ist, weil alle einfach das Gefühl haben, das kommt auch von diesem Statusgefühl. Das ist meiner Meinung nach, das spielt ein bisschen ins selbe ein, mit dieser Exzellenz, mit dieser Ausbildung, mit diesem, ich bin jetzt da Master of Bass,
bin ich eh nicht, aber, aber Bachelor of Bass. Ich bin das jetzt und ich kann eigentlich, also man kann, es wird einem immer so vermittelt, ich kann, also ich komme gleich wieder zurück, aber ein gutes Beispiel ist, ich habe heuer im Winter beim Skifahren eine alte Schulfreundin getroffen und deren Mann ist der Sänger von, ich habe es damals vorgestellt, Bizera und Jaus. Genau, der eine. Ich habe gesagt, was sind das? Bist du der von, wie heißen die anderen zwei? Ich glaube, es war Urda vorbei. Da gibt es ja noch zwei, diese, wie heißen die anderen? Seiler und Speer. Das habe ich gesagt, ach so, Seiler. Und gesagt, nein, wurscht. Aber jedenfalls, das war urnett. Und ich habe gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, ihr müsst ja je kennenlernen, weil du, ihr seid ja beide Musiker. Und dann hat er gesagt, ah, was machst du? Und ich habe gesagt, na, ich bin Jazzmusiker. Und ich habe gesagt, ach, na, so gut bin ich nicht. Oder, also, du bist quasi der Profi oder sowas, hat er dann drauf gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, wie absurd ist das eigentlich? Wir stehen da am Skilift und ich meine, der hat, der füllt irgendwelche, ich kenne die Musik gar nicht wirklich, aber der füllt da Stadien und hat trotzdem das Gefühl, dass ich da auf dieser Skipiste als Jazzmusiker, einfach nur weil ich Jazzmusiker bin, irgendwie der Profi bin oder quasi der es besser kann, irgendwie so. Und dann, ich meine, ich bin dich gefreut, wenn man das so immer so sieht. Aber das geht schon, mittlerweile merke ich, dass das schon problematisch ist, weil das geht dann einher mit diesem alles können und wenn man ausgebildet ist und quasi auf so einem Level ist, dann muss man das alles erfüllen, auch was man da alles kann und man muss abliefern und man muss, weiß ich was, alles kennen. Man kann sowieso alle Stile, es geht alles, ist kein Problem, weil Musik ist ja was man einfach so lernen kann. Und da rührt meiner Meinung nach auch diese Situation her, was Mental Health betrifft, nämlich dass man einfach immer durchbeißt und immer funktioniert und immer alles spüren kann und keine Sachen zu schwer für jemanden sind und man nicht scheitern kann eigentlich so richtig. Und das ist was, was ich in meiner eigenen Band von Anfang an probiert habe, extrem zu thematisieren, was auch schon urschwer ist in der Dynamik, so in einer Gruppe. 7 Männer, wir haben jetzt seit kurzem, spielt die Astrid Wiesinger mit, aber wir waren bis vor kurzem halt 7 Männer und es ist halt, also ich kann sagen, was du willst, aber das hat schon sehr viel damit zu tun, einfach, muss man leider sagen, wenn dann diese Testosteron geladene Stimmung im Raum ist, dass dann halt niemand ist, der Erste sagt und sagt, ich kann das nicht, keiner geht noch vor oder ich kann nicht mehr oder ich pack's nicht mehr oder mir ist das zu viel oder was weiß ich was, das spielt schon damit, eine, dass man niemanden hängen lassen will, aber auch ein bisschen sowas anderes, so dieses alles schaffen. Und ich weiß teilweise gar nicht, wie man das angehen kann, so als Ganzes, als ganzes Thema, weil es so umfassend ist und so eine große Struktur, so ein strukturelles Problem meiner Meinung nach ist, außer dass man in ganz vielen Gesprächen irgendwie draufkommt, dass eigentlich alle strugglen und das Touren extrem hart ist. Es ist ultra, ultra hart. Also es ist wirklich, unsere Touren sind auch ultra hart. Es ist so, sitzt stundenlang im Auto oder im Zug oder im Flieger und dann kommst an, meistens geht es sich nicht mehr aus, ins Hotel zu gehen, dann gehst zum Venue, dann baust 3 Stunden lang das ganze Kraffel auf und machst Soundcheck, dann gibt es meistens ein Essen, dann ist eine Stunde noch Zeit und dann spielst du ein Konzert. Und dann bist du fertig, dann baust alles ab, räumst alles wieder ein, dann gehst du schlafen, in der Früh fährst weiter. Selbst, also ich bin jemand, nachdem ich alles selber buche, ich buche nie solche Todestouren, wo man dann 10 Konzerte hintereinander so spielt. Sowas mache ich nicht, weil ich weiß, das haltet niemand durch. Wir spielen immer nur 2, 3, maximal 4 Konzerte am Stück, weil danach sind alle, die Musik ist ja sehr energetisch, danach sind alle einfach durch, das merkst du dann auch. Das Konzept von Touren ist eigentlich anders normalerweise und das merkt man ja jetzt auch sehr viel auf Social Media und überall, dass halt alle ihre großen Touren canceln der Reihe nach, weil sie es nicht mehr aushalten. Klar, ich meine, die Agenturen buchen einfach 60 Konzerte am Stück, teilweise mit einem Tag dazwischen und dann wieder 7 hintereinander, das hält niemand aus. Also wer soll das schaffen? Das ist einfach früher halt auch schon schwer gegangen, aber es ist halt jetzt, sind alle nochmal ein bisschen mehr ausgerungen von der ganzen Zeit und das ist, du bist halt oft abhängig, wenn du eine Agentur hast und die sagt, hey Freunde, das muss jetzt aber, wir müssen das jetzt da voll machen und ihr könnt es spielen. Niemand sagt, ich spiele das Konzert nicht. So quasi, das ist auch so. Bei mir ist es so eben, ich organisiere alles selber. Das hat den Nachteil, dass ich sehr viel Arbeit habe, aber den Vorteil, dass ich mir alles so bauen kann, wie es am besten passt irgendwie. Das heißt, ich will ja nie so lange weg sein von meinen Kindern und von meiner Frau, muss ich ehrlich sagen. Also wir spielen nie so lang. Wie,
Wie viele Tage im Jahr tourst du? Was ist da so? Nicht so viel eigentlich. Alle glauben immer, ich bin die ganze Zeit unterwegs und die ganze Zeit beschäftigt. Das sagen mir alle immer, ja, du bist ja nie da. Aber ich bin überhaupt nicht so viel weg, eigentlich, wie alle tun. Aber ich weiß nicht genau. Also ich habe Kollegen, die spielen 200 Konzerte im Jahr zum Beispiel. Oder 150 Konzerte im Jahr. Das ist so Wahnsinn. Ich spiele, weiß ich nicht. Also mit Shakes Du zum Beispiel haben wir in den Jahren vor der Pandemie wahrscheinlich 45 Konzerte im Jahr gespielt. Das war schon extrem viel für eine Jazzband. Vor allem von der Größe, weil das ist ja immer so ein Ding, das war extrem viel. Jetzt sind es wahrscheinlich so 25 bis, je nachdem, so plus minus 3, dann auf 30 oder sowas. Und ich habe andere Formationen auch noch, aber es ist jetzt, ich weiß nicht genau, wie viele Konzerte im Jahr spielt. Das hat sich ja durch die Pandemie komplett, es gibt keinen Durchschnitt mehr. Ich weiß es nicht. Aber ich habe zum Beispiel einen lieben Kollegen, einen Trompeter, mit dem ich im Mai auf einer größeren Tour war, der hat letztes Jahr im Juli 32 Konzerte gespielt. In einem Monat? In einem Monat, ja. Also teilweise aufgrund, das war halt der erste richtige Sommer. Die haben dann teilweise zweimal an einem Abend das Konzert gespielt, weil es damit sich irgendwie ausgeht. Und so der hat jeden Tag und dann noch an einem Tag zweimal oder so irgendwie. Gibt's auch, so bin ich nicht. Aber ich meine, wie geht das? Verstehst du? Der schafft das. Ich finde das sehr arg. Aber es ist mit, was Mental Health betrifft, ist es halt einfach, keine Ahnung. Also, das ist so schwierig, dieses ganze Ding anzugehen. Ich habe da kein Rezept dafür, außer in zwischenmenschlichen Situationen jemandem zu sagen, du pass auf, ich kann ganz viel nicht, ich schaffe ganz viel nicht. Und ich glaube, es ist okay, wenn du auch was nicht schaffst oder so, bin ich nicht beleidigt oder irgend sowas in der Richtung. Aber du für dich selber, also hast du irgendwas, wo du Psychohygiene machst oder so? Also, wo du auf dich schaust? Schwer zu sagen. Ich würde sagen, die Beziehung zu meiner Frau ist ein Ort von Psychohygiene, weil sie mich sehr unterstützt oder weil wir einfach eine sehr, sehr, sehr gute Verbindung haben, schon seit immer. Und ich eigentlich immer, wenn ich zu Hause bin, sehr stabil oder gut fühle eigentlich mit den Kindern. Auch immer mit den Kindern fühle ich mich nicht immer gut, muss ich sagen, sehr oft nicht. Aber weiß ich nicht, also ich mache Yoga und solche Sachen natürlich und natürlich nicht, nein, aber es macht jeder von uns macht irgendein Zeug. Der eine ist so ein Wim Hof-Fanatiker, dieser Kältemensch, der andere ist vegan. Also nein, das stimmt nicht, es sind mehrere vegan. Aber es ist, ich bereite mich tatsächlich mittlerweile anders vor auf Touren. Früher keinen Sport gemacht, dann habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt, dann habe ich gemerkt, das geht so nicht. Und jetzt mittlerweile schaue ich eigentlich ziemlich, dass ich, wenn eine Phase ist, wo wir viel machen, früh schlafen gehe, dass ich schaue, dass ich Yoga mache und mich körperlich wirklich auf ein Level bringe, dass ich das Tabak alles, weil diese eben Autositzerei ist einfach eine Katastrophe. Hast du deswegen einen Bandscheibenvorfall gekriegt vom Autositzen? Nein, von den Kindern habe ich einen Bandscheibenvorfall gekriegt, vom Kindertragen. Das ist nämlich auch was, über was niemand spricht. Alle haben immer gesagt, ja, mit dem Kontrabass. Ich habe gesagt, nein, mit dem Kontrabass geht es mir gut. Aber die Kinder auf einer Hand lange Zeit zu tragen, das ist wirklich scheiße fürs Kreuz. Das, mein Kollege, unser Schlagzeuger, macht genau dasselbe jetzt gerade durch. Entweder man kriegt einen Leistenbruch oder man kriegt einen Bandscheibenvorfall. Das ist immer das Gleiche. Nein, aber es ist so, du hast quasi eine Kombination, wenn du auf Tour bist, zwischen ganz lang sitzen und dann volle aufbauen und volle spülen. Und das ist ganz eine schlechte Kombination eigentlich, weil eigentlich kommst du dann so aus und so, ah ja, los geht's. Und dann musst du halt irgendwie was machen. Also ich das mittlerweile gehe ich schon sehr viel bewusster mit mir um, weil ich weiß, wenn ich das nicht tue, dann ist es schwierig. Prinzipiell. Und ich muss das meistens antreiben, weil es meine Band ist und so. Dann muss man eine gewisse Energie an den Tag legen. Und ich trinke nicht mehr ganz so viel, wenn wir unterwegs sind. Das geht sich auch nicht aus eigentlich. So richtig saufen auf Tour, ist schwierig. Nur mit 10 Bier am Abend. Ha? Nein. Bier trinke ich gar nicht, da kriege ich mal Schädel weh. Aber man muss ein bisschen schauen. Klar, man muss irgendwie schauen, man muss auf sich schauen irgendwie. Aber es ist auch dieses, wenn du dich krank fühlst oder wenn du krank bist, dann nicht durchdrucken und ein paar Gemäß schmeißen und gehen wir kein Problem oder so auf die Bühne. Das geht eh, schaffen wir schon. Also diese ganzen Geschichten, gibt es ja unendlich Geschichten von allen, was sie alles gemacht haben, wenn sie schon fast umkippen und dann. Das kannst du halt, wenn du es dir leisten kannst. Wenn du es dir nicht leisten kannst, dann, wenn du dann rausgeschmissen wirst, weil der Bandleader ein Trottel ist, dann ist die Situation genau so, dass wir ein Problem haben, ein strukturelles. Aber eigentlich meiner Meinung nach sollte die, die,
die Kommunikation innerhalb einer Gruppe so sein, dass man offen über das reden kann, wenn es einem nicht gut geht und dass da Raum dafür geschaffen werden soll. Es gibt halt keine sozialen Fangnetze und keine finanziellen und so. Das ist halt die Krux. Aber wenn bei dir in der Band jemand sagen würde, ich habe heute extremes Kopfweh, ich kann nicht, kann das Konzert stattfinden, wenn du jetzt zum Beispiel einen Schlagzeuger nur hast statt einen zweiten? Es hat ein Konzert gegeben in Mexico City, da habe ich nicht gespielt. Es hat eine Zeit lang die Geschichte gegeben, dass unser Saxophonist der einzige ist, der alle Shakespeare-Konzerte gespielt hat. Weil wir haben in Mexiko gespielt auf einem riesigen Festival, großartiges Festival, 2017 war das. Und ich war so euphorisiert, dass ich am ersten Abend dort, ich war davor schon zweimal in Mexico City auf Tour und da habe ich eigentlich gedacht, ich bin nicht blöd. Aber da war ich wirklich so euphorisch, dass wir waren eingeladen im Spanischen Kulturinstitut und haben quasi Essen serviert gekriegt und wahnsinnig viel Rohschinken. Und anscheinend Rohschinken ist halt nicht gekocht und hat halt dann doch irgendwie gewisse Keime oder irgendwas dort gehabt und relativ viel. Ich habe gedacht, mit Mezcal kann man es ausgleichen oder so, aber ich habe wirklich ganz, ganz wild Montezumas Rache erlebt. Wirklich so, dass ich Speiben und Durchfall und Fieber und im Hotel fertig, was geht. Und ich habe einfach nicht spielen können. Und ich habe gespielt, war angeblich ein super Gig. Aber ja, also das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Es ist jetzt überhaupt seit der Pandemie, geht die ganze Zeit irgendwo, kommt irgendwer nicht. Es ist ein Wahnsinn. Also ich habe mittlerweile eine Struktur, ich habe darauf reagiert, ich habe eine Struktur geschaffen, wo es für jede Position eigentlich noch wen anderen gibt, der oder die spielen kann, können, wenn jemand nicht kann, einfach damit alle die Sicherheit auch haben, dass das so ist. Dass man einfach nicht unersetzbar ist. Und in Wahrheit geht immer alles. Also es ist nie so, dass was nicht geht. Das ist ja das. Man hat immer so im Kopf, oh Gott, jetzt bricht die Welt zusammen, weil da kommt jetzt einer nicht. Aber in Wahrheit ist das ja wurscht, weil du kannst ja spielen und es ist wahrscheinlich trotzdem leibend. Steht nicht dafür, dass eine Person über ihre Grenzen geht. Nur damit das irgendwie in irgendeiner Form passiert, wo man sich einbildet, das muss passieren. Das steht absolut nicht dafür. Aber ist leicht gesagt, jetzt da, wo wir da so gemütlich sitzen. Die Realität ist immer so wahnsinnig. Wir haben letztes Jahr in der Elbphilharmonie gespielt zum Beispiel und unser Trompeter hat in der Nacht unendlichen Durchfall gehabt. Wirklich so ganz arg. Also so. Und das war leider eine Situation, wo wir am Vortag in Frankfurt gespielt haben und da war aber er noch nicht dabei. Also er hat in Frankfurt nicht gespielt, hat er woanders gespielt. In Frankfurt hat jemand anders gespielt und in Frankfurt war so ein ziemlich hipper Open-Air-Gig bei so einer Kulturgemeinschaft, gute Party, gute Crowd, Open-Air. Ich habe auch getrunken, ich kann es dazu sagen, es war einfach der Moment. Und ich habe einfach sehr gut geschlafen und mein Handy nicht gehört und der hat mir so zwischen 4 und 5:30 in der Früh, glaube ich, waren ein 15 Mal angerufen, weil da halt der Flug gegangen ist nach Hamburg und ich habe es nicht erwischt und er hat mich halt angerufen, weil es ihm so schlecht gegangen ist. Und hat sich dann, weil er nicht gewusst hat, ob er es schafft, dass er fliegt. Und hat sich dann dafür entschieden, dass er trotzdem fliegt, weil er sich gedacht hat, er kann jetzt nicht die Elbphilharmonie aus. Also er kann uns nicht antun, dass er nicht kommt, sagt, er kommt nicht in die Elbphilharmonie. Was ich verstehe, hätte ich vielleicht auch gemacht, bin ich mir nicht sicher. Bei so einem großen Konzert ist es ein schwieriger Ding. Und ich habe es dann erst, wie er schon im Flieger war, gesehen, weil das halt, ich bin um 8 oder so aufgewacht. Habe es leider auf lautlos gehabt, das ist passiert mir auch nicht mehr, aber damals ist es mir passiert. Und wir haben dann viel danach über das geredet und natürlich bin ich ihm dankbar, dass er das gemacht hat. Und das ist wirklich großartig, weil es hat uns das Konzert gerettet und es ist dann alles gegangen. Es hat funktioniert, es ist irgendwie ein bisschen besser geworden und er hat spielen können. Aber wenn ich so im Nachhinein, wir haben lustigerweise letzte Woche über das geredet und wenn ich, glaube ich, abgehoben hätte, hätte ihm, glaube ich, gesagt, wenn ich es geschafft hätte, weiß ich nicht, wäre es besser gewesen, ihm zu sagen, er soll jetzt ausbleiben eigentlich, weil dann hätte ich wahrscheinlich irgendeinen anderen Trompeter, irgendwie war es schon gegangen, weißt du, also irgendwie geht es dann schon. Man sollte nicht über seine Grenze gehen, glaube ich, für Konzerte. Steht nicht dafür, würde ich jetzt einmal sagen. Gefühlsmäßig. Also Christian nickt. Ja, ich wollte nicht über Grenzen gehen. Auf unsere zeitliche Grenze hinweisen. Wir sind da bald einmal am Ende und wir haben den wichtigsten Teil eigentlich vergessen, Keo. Wir haben ihn nicht vergessen. Na, ich weiß, wir haben ihn nicht vergessen. Heute machen wir alles ganz anders. We do it differently. Bei uns kriegst du immer zu Beginn ein Geschenk. Aber du ich kriege ein Geschenk.
Naja, zu Beginn hättest du das gekriegt. Ich weiß nicht, was der Deal ist, wenn es jetzt am Ende ist. Ja, du kriegst es jetzt am Ende einfach. Das ist cool. Damit du dich dann wohlfühlst. Das ist immer so das Ding, wir geben Geschenke her, damit die Leute viel aufmachen und so und uns viel erzählen. Das ist so ein bisschen so Bestechung ein bisschen. Aber bei dir hat das, ja, wir haben das gar nicht gebraucht. Wir haben keinen Köder gebraucht. Okay. Und deswegen ist die Frage, ob wir es vielleicht für uns... Für uns? Nein, das passt. Weil er weiß nichts davon. Das passt echt nur für ihn. Wir können einfach heimschicken jetzt. Nein. Ihr wollt das Geschenk behalten. Jetzt, ich weiß nicht, was es ist. Nein, ich gebe es einfach. Schau es da an und wenn es dir nicht gefällt, gibt es halt uns. Okay? Nein, Geschenk, ich bin nicht zurück. Also dann gebe ich es euch. Naja, also jetzt bin ich ein bisschen gespannt, was dieses Geschenk ist. Seid ihr auch gespannt? Seid ihr alle da? Ja. Ja. Okay. Also ich habe mir da immer was zusammengeschrieben. Also Lukas, du machst Musik. Ganz eine spezielle Musik eigentlich. Und das ist wie eine Klangreise um die Welt. Ja? Und du hast diese Band, wo du jetzt schon öfter erwähnt hast, dass du die hast. Die heißt Shake Stu. Sag mal das richtig? Stu, ja. Stu? Shake Stu. Wenn man es schnell sagt, ist eine Frage fast so. Aber ja, Shake Stu. Und das heißt eigentlich, schüttel den Eintopf, richtig? Es heißt, ursprünglich heißt es eigentlich nichts. Meine Idee war eigentlich, zwei Wörter zu nehmen, die leimend klingen, sie zusammenzutun und eigentlich keine Bedeutung zu haben, was aber gut klingt, damit die Leute mit diesen zwei Wörtern eigentlich nur die Musik verbinden. Okay. Das ist quasi, wenn du die Band Weißer Stuhl nennst, dann hast du immer auch die Assoziation von einem weißen Stuhl. Aber wenn du das mit Wörtern machst, die nichts heißen, war meine ursprüngliche Überlegung, dann ist das nur die Musik quasi. Also Shake Stu ist dann nur diese Musik und nur diese Band. Natürlich haben die deutschen Journalisten sofort alle möglichen Wege genommen und haben gesagt, das ist ja ein geschüttelter Eintopf und das ist super, weil der Eintopf aus verschiedenen musikalischen... Stimmt natürlich wahrscheinlich auch. Das war aber nicht das Konzept. Das Geschenk fällt sich überhaupt nicht. Ich habe das alles auf das aufgebaut. Doch, das stimmt alles nicht, was ich sage. Es ist ein geschüttelter Eintopf. Es ist ein geschüttelter Eintopf. Richtig. Und ich habe mir gedacht, ich schenke da jetzt einen Eintopf, einen Kunst- und Klischee-Geschenke-Eintopf. Wow. Ja, du kriegst einmal einen Topf von der Firma Ries. Für die beste Qualität. Ja. Das ist wunderschön. Ich habe heute in einem Ries-Topf Nudeln gekocht. Da kannst du ein paar Nudeln machen oder ein Grießkoch, ich habe keine Geil, Ahnung. Geil, so ein Hobby weiß nicht. Ich nicht. Aber dann. Danke. Da kommt noch was dazu für die Hitze. Kriegst du ein bisschen Chili und so. Peru Chili Rub und so. Copacabana Fire. Wow. Ist die Gewürzmischung, das gefällt mir auch sehr gut. Da haben wir gedacht, für einen Eintopf braucht man immer ein bisschen Salz, wie so ein Shaker. Das kannst du vielleicht auch irgendwie brauchen. Ja. So, ja. Und du hast einmal Almrauschen auch gemacht. Vielleicht brauchst du einfach was Zartherbes noch in deinem Eintopf. Wahnsinn. So Milka-Schokolade. Ich krieg wirklich Geschenke, merke ich gerade. Ja, du kriegst wirklich Geschenke. Und so arg. Irgendwie sind deine Sachen immer wie Happenings und da braucht man ein bisschen Glitzer und Glamour. Ihr tätet da immer so und es raschelt auch so schön. Ich dachte, das kann man gut in den Topf reinhauen. Wahnsinn. Und das letzte Ding. Danke. Danke hier an die Hilfe von Benjamin. Er hat gesagt, Bassisten brauchen echt immer Fingerspitzengefühl. Und jetzt kriegst du ein bisschen Fingerfarbe, die kannst du auch in Eintopf reinhauen. Oh, danke. Wow, lebend. Und das ist der Kunst- und Klischee-Geschenke-Eintopf. Viel Spaß damit. Wow. Danke, ich bin ein bisschen überwältigt jetzt gerade. Das ist wirklich schön. Dankeschön. Ich kann nicht mehr dazu sagen als Dankeschön. Außer, dass ich finde diese Form von diesem Topf grandios. Die Größe ist mich faszinierend. Topfgrößen ein bisschen, muss ich gestehen. Ja. 14 cm, 1,5 Liter. Ja, ich würde einen Deckel noch kaufen und einen Top, also so einen Schläger, damit du gleich so Musik machen kannst. Ich würde sagen, es ist ein bisschen so eine Nachttopfgröße auch. Oder vielleicht für den, wer hat den Durchfall gehabt? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, okay. aber ja, ich werde es mitnehmen für den nächsten Durchfall. Alright. Ja. Alright, ich würde sagen, schöner Schluss eigentlich da für das Gespräch, dass man so Durchfall. Durchfall ist ja super. Wir sollten viel offener über Durchfall reden. Nein. Ich glaube, damit haben wir das Ende gefunden. Danke, Lukas, fürs Kommen. Danke euch. Audiamo Plus. Wir hören uns.